das alte Holz. Lassen wir jetzt unser Vorratskeule. Räumen wir jetzt auf. Wollen wir jetzt von der Vorratscheune in unsere eigene Scheune. Da habe ich nur einen Bruchteil drauf. Oh, ich kann es probieren. Wieder ein neues praktisches Werkzeug für kleine Deutsche. Aber dafür brauchen wir den eigentlich nicht. Das heißt, wir eine Elektrokarne übernehmen, so eine Güte 300-600 Kilo Karne. Palette mit 290 Kilo, circa. Können auch ein bisschen mehr sein. Und das soll eine Elektrokarne auch übernehmen. Los, auf dem Feld wollen wir solche Paletten machen mit dem Netz von der Großballenpresse drumherum. Und wollen die dann auf den Wagen laden. Und dann in der Vorratscheune drüben ist schon ein Kran, ein Gütekran installiert. Los, da muss jetzt ein stärkerer rein und der hat auch schon jetzt 15 Jahre oder was gearbeitet. Der ist jetzt schon ein bisschen aufgebraucht. Da machen wir vorsichtshalber neuen rein. Und dann kommen immer 18 Paletten, also 18 Ballen plus Palette, 14, 17 Kilo der Ballen. Und dann wird es immer im Kran hochgezogen. Bloß jetzt haben wir da noch nicht so eine große Luke, dass es reinpassen würde. Und da ist noch kein Elektro. Und wir sind dieses Jahr auch noch nicht so weit, weil mit der Deutschreparatur, mit dem Dampfbad, 2 Wochen gebraucht, den Deutsch instand zu setzen. Also eine Woche haben wir ja bei dem Instandsetzer verloren, der uns sehr schwer enttäuscht hat. Und dann mussten wir ja alles selber machen. Das hat nochmal eine Woche gedauert. Ich bin glücklich, dass er läuft. Machen aber jetzt an der Stelle Schluss, weil uns das Video zu lang. Wunderschönes, wechselhaftes Wetter. Man würde am liebsten mähen, aber die Schweizen fliegen tief. Für morgen Mittag ist schon wieder das nächste Gewitter angesagt, für Donnerstag, Freitag dann auch. Und dann soll es Samstag, Sonntag schön sein und Montagabend soll es wieder regnen. Da werden wir vielleicht so 200 Ballen legen. Also, schönen Abend noch.